Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht es schon am Bild, heute geht es wieder in Scum rein. Wir haben uns ja in der letzten Folge ein Auto gegönnt und haben so jetzt unsere Knutschkugel. Natürlich mit Dachgepäckträger, um den auch immer auszuprobieren. Und in diesem Sinne würde ich dann mal sagen, gehen wir wieder rein, schauen, was passiert. Ja, werden heute natürlich schauen, dass wir auch für die Miliz ein bisschen was looten können, was die vielleicht auch brauchen. Ja, also momentan braucht die Gamer Miliz ja wirklich alles, ja. Von der Schraube über Nagelschrott bis hin zu Klamotten, Munition, Waffen, also da ist viel zu tun. Und wie gesagt, Moja ist da ja als Squad-Lead echt hinterher und wehe dem, wir tun nicht das, was er sagt. Ne? Also dann gibt es heiße Ohren. Das ist echt nicht ohne. Deswegen auch der Siri, der muss auch looten gehen. Und von dieser Seite würde ich mal sagen, labern wir nicht mehr so viel und gehen gleich einmal rein. Und dann gehen wir hier auf Fortsetzen. Wenn ihr natürlich auch Scum spielt und momentan keinen Stammserver habt, könnt ihr auch gerne mal bei uns bei der Gamer Miliz reinschauen. Einfach im Server Manager im Spiel Miliz eingeben und aktualisieren drücken und dann findet ihr schon unseren Server. Kein Passwort, keine Whitelist, einfach dann nochmal die Regeln durchlesen, sich dran halten und dann passt es eigentlich schon. Hier kriegt ihr in der Willkommensmessage unseren Link zum Discord, wo ihr dann natürlich auch alle weitere Infos findet. Und in der Tagesmessage bekommt ihr auch die Seite von unserer Miliz-Homepage, die gamermiliz.info. Und ja, wenn ihr in Google die Gamermiliz eingebt, habt ihr das gleich als erster oder zweiter Treffer, weiß ich jetzt gar nicht. Aber da findet ihr auch alle Informationen, die ihr braucht. Also wenn ihr Bock habt, warum nicht, könnt ihr hier auf dem Server auch spielen. Es würde mich freuen und die anderen Spieler natürlich auch. Ja, je mehr Spieler, desto lustiger. Und ja, bei uns ist alles möglich. Ne? Also hier auf der Karte, wir haben oben den blauen Bereich, unten auch im blauen Bereich. Da können RP-Spieler ihre Geschichten durchspielen, können dann natürlich auch sich woanders niederlassen, wenn sie wollen. Es ist ein ja, zwangloses Spielen bei uns. Schwerpunkt ist PvE. In der Mitte haben wir unsere rote Zone, ist unsere Handelszone. Ja, da sind natürlich dann auch die Spielerhändler vertreten. Also wenn er da irgendwie Kontakt sucht, seht ihr dann gleich auf der Karte, wo ihr hin müsst. Die grüne, gelben Zonen, ja, braun, orange, was das hier sein soll, sind sogenannte Levelzonen, wo es halt immer schwieriger wird. Durchs Gelände, durch Gegner oder auch hier oben durch Strahlung dann zu überleben. Somit sollte eigentlich vom Anfänger bis zum Veteran eigentlich alles möglich sein. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Oh, das sehe ich ja schon auf der Karte. Da ist ja was. Da können wir ja mal hier hindüsen. So, was haben wir da drin? Okay, da haben wir das drin. Okay. Müssen wir mal auffüllen. So. Dass wir nämlich wieder Wasser haben. Und dann tun wir auch gleich was trinken. Boah, da braut sich schon wieder was zusammen. Das ist nix so. Das ist echt nix. So, wo ist unsere Knutschkugel? Da ist unsere Knutschkugel. Ja, Koffer gepackt, jetzt kann es losgehen. Wie gesagt, da wo wir jetzt gestartet sind, das ist der Außenposten von der Gamer Miliz. Falls man mal hier weit vom Schuss ist und sich auslocken muss.
kann man das hier tun. Wird aber ganz schön düsig hier. Ja, wie jetzt? 98 bloß. Schön, komm. Gut, gut, gut. Seht ihr das? Die sind jetzt schon wieder da. Das ist ja. So, aber auch wieder was gelernt. Die laufen einen einfach nur hinterher. Sondern, ja, sie beamen sich auch wieder zu dem Container zurück irgendwie. Oh, 7 Minuten. Das ist doch was. Doch mal sagen. So, und offen. So. Ohne Mampf kein Kampf. Das haben wir auch schon bei der Bundeswehr gelernt. Na, gehst jetzt auf. Also, aber auf den letzten Drücker war das. Oh. Okay. Nehmen wir mal mit.
hier rein. So. Also wenn das so mau bleibt, dann viel Spaß. Ist natürlich auch etwas Schraubenzieher. Da muss doch was drin sein. Es gibt so nicht, dass es so nicht aufgeht. So. Craften wir mal. Alles geht doch. Oh. Okay. Drei Minuten, das ist eigentlich ganz okay. So. Also ich gucke immer, dass ich vom Airdrop 50 Meter weg bleibe, mindestens, eher 100 Meter. Lieber laufe ich ein bisschen, weil der kann euer Auto nämlich komplett zerschreddern. Nee, da passt es irgendwie nicht rein. Geht das da nicht rein? Mann, geht da rein. So sieht's aus.
dahin, das kommt dahin. Dann würde ich sagen, Reparatur. Dahin. Sehr schön. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann können wir da jetzt rein. Bevor es hier gleich den großen Bums gibt. Und dann haben wir schon mal einen Airdrop gemacht. Dann gucken wir mal auf die Karte. Ist noch eine B1, aber das ist ein breiter Weg. Naja. Können wir ja mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo was für eine Polizeistation wäre, vielleicht noch was. Ist jetzt. Sieht man auf dem ganzen grünen Büschchen aus. Wo kommen die denn alle her? Schon fast wie ein Rasenmäher vor das Teil. Machen wir jetzt erstmal einen Haufen. War ja anstrengend genug. Oh, guck mal, sogar den Spiegel haben sie eingeklappt. Also echt. Mitnehmen.
Vielleicht bringt das ja was. Entschluss. Da freut sich jemand. Da freut sich jemand. Ja. Na also. So, kräften wir uns wieder ein paar Dietriche. Polizeihelm kann man mal mitnehmen. Theoretisch. Oh ja, das ist nicht schlecht. Trommelmagazin. Nicht so. Das kann man mitnehmen. Oh. Hat's geblitzt und gedonnert. Geh schnell runter. Verdammt, Juche. Ja, haben wir zumindest ein paar Waffen rausgekriegt. Was es schon mal ein bisschen was ist.
Ui. Also man findet in der Polizeistation schon einiges, ne? Muss man schon sagen. Vielleicht auch noch brauchen. Kann man das Ding da oben reintun? Nö. Aber das kann man reintun. Das. So. Scheinwerfer links. Braucht bestimmt irgendjemand. Bin ziemlich sicher.
es da? Oh, ein Buttermesser. Für die Moja. Oh, Salz. Oh, Schlachtermesser. Money, Money, Money. Money ist wichtig. Ja. Schmerzmittel. So, jetzt haben wir noch ein großes Aggregat gefunden. Das kann man zu bauen, dazu zählen das auch.
Schlauch auch. Mojas Buttermesser. So. Jetzt kommt sie wieder. Spawn Time für Zombies. Immer von der Straße runterparken. Nicht, dass dann irgendwann doch einmal einer dagegen knallt. Galaxiegrau. Wow. Thank you.
Was wir da haben. So. Was ist denn das, der Herr von Zuschleicher wieder hier? Was möchten Sie hier? Stress? Ihr hast Stress. Steht Wirbel drauf. Na, dann nehme ich den doch dann nochmal mit dem Wirbel. Tja, Wirbel. Dann nehme ich doch einmal den Kühlschrank für dich mit. Falls du das Video siehst, weißt du, wer es gemopst hat. Aber ich habe es ja nicht wirklich gemopst. Ich bring dann mit.
Dann nehmen wir mal das mit. Nehmen wir mal das mit. So, und wirbel, wirbel los, hat den Kühlschrank. Es geht im Peng Peng. Geht in Nahkampf. Macht auch Peng Peng. Eins, zwei und drei. Der kommt auch hier rein. Der kommt da auch rein. Brauche ich. Was würde jetzt der Wirbel machen? Hier stehen lassen und auslegen oder? Ja, ich bringe ihn mit. Wir sind ja liebe Spieler. Schmerzmittel. Das auch mal mit. Auch mal mit. Fangen wir mal an. Reparatur. Kampf. Das rein. Peng Peng. So. Baumaterial. Vielleicht haben wir da ja Nägel.
doch immer sagen. Mach mal in den Klamottenschrank, schau mal den Hut rein. Oh. Hat sich das. So, jetzt bauen wir. So bauen wir uns nichts. Crafting, Stützpunkt. So. Vier Nägel, die sind ja nicht mehr ganz dicke im Kopf. So, dann machen wir mal hier. Namen geben. Klamotten. Peng. Peng. Also im Peng Peng kommt alles mit Waffen, Munition und sowas mit rein. So, dann brauchen wir jetzt noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4.
Dann Crafting. Da kann man alles reinhauen, was man dann sonst noch so hat. Das ist alles drin. Okay. Passt. Oh, ich muss was trinken. Jetzt haben wir zumindest mal ein paar Kisten.
Dadurch haben wir jetzt unseren Stauraum etwas vergrößert. Noch Stauraum. Da können wir 2, 3. Ja, eine vierte Kiste können wir vielleicht noch reinkriegen. Ja, schauen wir mal. Vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, drei, vier. Was kommt dann auch noch raus? Kommt hier das raus? Muss man das nehmen? So. Machen wir es mal da oben hin und dann machen wir halt da rein. Und wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. So, so, alles weg, alles da, alles gut. Gut. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir für diese Folge mal einen Break. Wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, einfach auf den Server joinen. Und dann seid ihr schon mittendrin, statt nur dabei. Ja, es ist viel Platz auf dem Server. Da kann jeder mitspielen, ob er allein spielen will, oder ob er in einer Gruppe spielen will, ob er Anschluss sucht. Da ist für jeden was dabei. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Euer Serials, bye bye.